Hallöchen zu einer weiteren Folge The Evil Within mit mir, dem Warclam. So, was haben wir denn in der letzten Folge getan? Genau, wir sind, haben Kidman getroffen, wollten sie umbringen, haben es nicht geschafft, war schade, und sind in durch so eine komische Puppenfabrik gewesen, wo zweimal Meister Ratte war, wir aber nichts mit ihnen zu schaffen hatten, da wir an ihnen vorbeigeschlichen sind. Und haben Faustkämpfe mit Ingos gehabt. So, jetzt rennen wir wieder Joseph hinterher. Und ich hoffe nicht, dass wir ihn finden. Da bin ich jetzt mal knallhart ehrlich. So, komm, hier ist hier noch was. Oh, warte mal. Wir sind. Ich wollte mich gerade freuen. Aber von jeder Patrone, ein, von jeder Waffe eine. Okay. Wisst ihr, da machen sie mir Hoffnung. Hoffnung und dann sowas. Die Schweine. Sie haben Castellanos getötet. So. Im Wasser wissen wir, was passiert uns. Im Wasser wissen wir, was passiert. Sorry, Leute, ich bin, glaube ich, ein bisschen übermüdet. Noch mehr Puppen. Was wollen die eigentlich immer mit diesen. Achso, das war der Schatten. Ich dachte, da wäre. So, Joseph ist da oben, wo der Bus ist, langgelaufen. Und wir kommen dem näher. Ich knall Joseph ab, Alter. Noch was? Oh, da geht's nach unten. Kann man das aufheben, die Dosen? Kann man die umschmeißen? Oh, das sind Gläser. So, ist hier was drin? Hallo, wir können das nicht öffnen. Jeder normale Mensch kann das. Alter, hau! Ab! Sei ruhig! Was hast du da eigentlich in der Hand gehabt? Das ist dünner. Dynamit? Uiuiui. Warum kommt da eigentlich ständig. Macht. Macht. Macht das. Oh, Alter. Statt dass ich das aufmachen kann. Hier ist hier was? Ich brauche Leben. Ich brauche ein Leben, Leute. Ich brauche ein Leben. Der war flach. Sorry. Hä? Wo muss ich denn jetzt lang? Ich will darauf keine. Achso. Wollte gerade sagen, ich will darauf keine Antwort haben. Uiuiuiui, da ist da die haarige Schlange oder was ist das? Uiuiuiui, das ist aber auch mutig, Castellanos. Hey Joseph! Du alter Scheißer! Oh nö! Bist du? Kapitel 5 überlebt! Yeah! So, ohne Facecam habe ich übrigens auch schon vorher so getanzt, wo ich Kapitel angenommen habe. Ne? Nachher funktioniert die Facecam wieder nicht, weil es aus Versehen lösche und dann ist. GG! So, hier wird nochmal das haarige Ding präsentiert. Man sieht es immer noch nicht richtig. Man sieht halt nur die Haare. Das macht das Ding ja aus. Man sieht nur die Haare. Versteht ihr? Die Intimbehaarung von dem Ding, das er da auf dem Kopf hat. Gott sei Dank, dir geht's gut. Wie bist du hergekommen? War nicht leicht. Zumindest hatte ich nicht noch mehr Vorfälle. Anfälle, wolltest du ich sagen. Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. Hey, ich habe uns einen fahrbaren Untersatz aufgetrieben. Läuft das Ding noch?
Zeit, das rauszufinden. Scheiße! Was machst du da? Antworte mir. Ja. Kapitel 12, die Fahrt. Oh nein! Kein Bock, mich hier umbringen zu lassen. Raus? Lass mich das mal aufheben, Digga. Danke. Wo bist du denn? Scheiße! War zu langsam! Lol, lass das Ding fallen. Werde ich wahrscheinlich alle noch brauchen. Warte, komm! Leute, wir sind Tryharder. Liegt das was? Das bringt nichts. Achso, ich. Das, ich glaube, das tat weh. Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch sicher sind. Kontrollpunkt. Das war jetzt die Fahrt? Was kommt jetzt? Sebastian, Sie sind über uns. Achtung, die haben Dynamit. Kommt noch ein paar mehr. Kommt die von der anderen Seite auch? Komm ich hier wieder? Es ist halt die Frage, ob die von der anderen Seite auch kommen. Alter, der gehört doch rasiert, der Typ. War das die, die ich treffe? Auf dich zu bewegen, Arschloch. Nächster. Komm ich von unten? Da ist noch einer. Massentyp. Wir müssen. Gute Nacht. Geh in Deckung. Sie schießen von unten. Neuner. In die Schulter. Endstation. Die Folge bin ich. Was ist da los, Alter? Hallo. Oh, la 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 la. Explodiere. Ha 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 ha. Total Lappen. Über uns. Das sind so viele. Noch mehr. Du hast umgeschossen? Du schwebst, Alter. Mann, ich treffe ihn nicht.
Wenn jetzt schießt, oder? Ey, dann kann ich ja 3000 Jahre machen, oder? Noch mehr welche? Boah, könnt ihr die mal erledigen? Ja, überlass sie mir. Ich überlass sie. Psch. Was war da? Mann! Guck mal, ich hatte so viel Munition, ich bin so schlecht. Jetzt wird die bestimmt weiterfahren. Komm, pass auf. Das war knapp. Oh, Munition. Film. Ja, da fährt die weiter! So, kommt bestimmt das Ekelding gleich wieder. Kommt bestimmt hier gleich um die Ecke gedüst. Ah, wo bist du? Wo bist du? Komm raus! Fahren wir hier links. Da ist es doch wieder. Ins Gesicht. Oh, es hat mich erwischt. Ins Gesicht. Richtig schön in die Fresse. Alter, diesmal mit der Strohpantane. So wird das gemacht. Alter, hallo! Spinnst du? Mir wird schlecht! Ich schieß dir so in die Fresse, Alter. Ich hab Angst vor diesen komischen Dingern hier. Ich treff die nicht. What the fuck? Schalt die Finger weg. Salamus, du Knecht. Wir spritzen uns nochmal. Ich knall jetzt nicht wieder auf ihn, weil, ja, kommst du hinterher? Au! Oh, das glaube ich, das tat richtig weh, Alter. Wo fahren wir hin, Joseph? Ich habe eine Theorie. Wir werden hier kreuz und quer durchgeleitet, als ob jemand uns steuern würde. Daher ist es fast unmöglich, sich hier zu orientieren. Aber das Licht der Beacon Nervenklinik liegt immer in der Ferne. Dieses Ding, an das ich angeschlossen war, das habe ich jetzt an mehreren Orten gesehen. Ja, ich auch. Ich bin nicht sicher, aber es scheint immer genau dasselbe Ding zu sein. Zumindest habe ich bemerkt, dass ich jedes Mal, wenn ich so ein Ding sehe, dem Leuchtturm näher bin. Es könnte Zufall sein, aber wie ich schon sagte, es scheint, als stecke hinter all dem eine Art Intelligenz. Du meinst also, wir sollten direkt zur Sache kommen und zur Klinik fahren? Exakt. Gute Arbeit, Detective. Gute Arbeit, Detective. Der Weg rechts scheint direkt zur Klinik zu führen. Joseph, nein! Bring uns einfach hier raus. Da ist ein Krankenwagen. Vielleicht gibt's dort Verbandszeug. Ich gehe. Nein, ich mach das. Lass niemanden hier reinkommen. Wisst ihr, warum ich nichts sage? Ich hasse Joseph! Wie läuft die denn ab? Ach so. So eine Knarre, Alter?
brennen. Springt die da ab da. Da geht die ab, die Luzi. Dann lässt sie nicht mal was liegen. Blöde Kuh. Achso, hier kann ich auch durch. Theoretisch könnte ich durch die. Warte mal. Hallo, kommen Sie mal bitte mit. Dankeschön. Kommen Sie mal. Boah, putzi, putzi, putzi. Das war sexuell. So. Aggression ausladen, indem man Tonnen tretet. So, wo ist der nächste Ingo? Da. Du hast da Blut im Gesicht. Du auch. Komm her! Komm. Assassine! Wir haben, wie viel Spritzen haben wir jetzt? 2, ich glaub's nicht. Wir sind erstmal safe gerettet wegen Ingos, die hier Spritzen fallen lassen. So, habt ihr anderen auch noch was? Fallen lassen wir mal. Ne, können wir nicht, dachte. Wir hätten sie aber auch die vom Entwickler mitdenken können, macht doch die Scheiben kaputt und sammelt ein, was da drin ist. What? Ja, Scharfschützengewehr-Typ da. Alter, wo ist denn noch einer? Die hat nämlich getroffen. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe den noch nicht gesehen. Wie hat der mich gesehen? Du Kack-Lulatsch, Alter. Komm ich hier durch? Jetzt muss er erstmal nachladen. Leider nur einer. Krieg die einfach ins Knie, du Arschloch. Steht er da mit einem Scharfschützengewehr und zielt davon nah auf mich. Aber wir haben keine Pistolenmunition mehr. Ja, zu viel, ey. Leute. Leute, Leute, Leute. Was ist das? Ach, Kartentorment. Blutstillender Verband, ein Blutgerinnungsmittel für den Notfall, um Wunden behandeln zu können. Der Verband erhält Medikamente und lässt sie problemlos anlegen. Das war's doch noch nicht. Wetten wir jetzt schon wieder Ingos auf der Straße? LOL, die spinnt die Ingos!
komme ich denn da jetzt vorbei, ohne dass der mich trifft? Schieß mal. Ja, kommt her! Das ist geil. Kommt her, Ingo. Kommt aufs Schlachtfeld, ihr nehmt die Scheiße. Lululululululul. Das Militärfuchsi? Ja, du dicke Sau! Ich komme, Babys! Halt sie weg von mir! Wenn doch. Oh, weg. Oh, das war das Schlauste, was man konnte hier. Komm her, du Penner. Bababababababab. Geh weg! Weg, du Sau! Riecht die von hier aus? Oh, jetzt kommen sie. Uhuhu, kommt her! Ohoho. Komm her, dicke Sau. Du hast fallen lassen? Warum denn nicht? So, Kidman, ich bin ohne Haus. So, verbinde Castellanos. Ich bin Flaschenkind, ich trinke jetzt was. Fahr, Kidman! Fahr! Ich fahr einfach durch! Mach doch! Platsch! Oh. Das wird haarig! Platsch! Hat sie haarig gesagt? Dann fahr ins Wasser! Achso, ich steuer! BTF! Kommt her! Piep, piep, piep! Oh oh, oh oh. Hat der gelächelt? Der hat gelächelt. Der Ruvik, die alte Sau. Kapitel 12 überlebt. Ih, jetzt sieht man die dicken Nummern in... Ih, widerlich. Ja, ich würde sagen, ein Kapitel in einer Folge, das reicht, ne? War sehr turbulent. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich bin ja gespannt, wie viele Kapitel es noch gibt, ne? Ciao!